Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Im letzten Part haben wir endlich unser Schiff erlangt. Ja, mittlerweile können wir hier die ganze Welt mal bereisen und es gibt jetzt auch vieles, vieles, was ich tun möchte. Wir könnten zum Beispiel zuallererst mal hier hin. Das ist eine bestimmte Insel, wo wir auch jetzt schon einiges machen können. Will ich allerdings noch nicht hin. Allerdings relativ bald. Ich will erst woanders hin. Erstmal will ich auf die Karte schauen. Aha, okay. Denn ich will zuerst einmal auf eine Insel, wo ich eigentlich noch nicht hin sollte. Weil die Monster mich da mal kurz zerlegen. Ja gut, Level 22 für den Helden. Das ist human, aber ich sag's mal so. Auf diese Insel, wo wir jetzt hingehen, kommt man normalerweise so gegen Ende des Spiels. Ja. Also die Gegner kann ich schon besiegen, so ist es nicht, weil die Gegner zum Glück nicht so sind wie die Gegner ganz am Ende des Spiels. Da hat das Spiel zum Glück mitgedacht. Aber dennoch sind die Gegner gerade ziemlich, ziemlich heftig für mich. Dennoch will ich da unbedingt hin, denn dort gibt es eine gewisse Stadt, wo ich mal kurz einkaufen kann. Zudem gibt es dort ein berüchtigtes Monster, wo ich keine Ahnung habe, ob ich überhaupt jemals zum jetzigen Zeitpunkt eine Chance gegen es haben werde. War das ein deutscher Satz? Ich bin mir nicht ganz sicher. Alter, wie viele KP haben die mir abgezogen, sehe ich jetzt gerade im Erst. Irgendwie ist Spike halb tot. 18. Die machen schon ein bisschen Schaden, so ist es nicht. Sollte man ein bisschen leiser für mich machen. Ah, besser. So. Ja, natürlich werden wir auch, während wir auf dem Schiff sind, angegriffen. Geben die eigentlich, ja, 304, ja. Kann man, denke ich, mal drüber reden. Ist okay. So, und zwar möchte ich zuallererst jetzt hier runter auf diese Insel, die wir da vorne sehen. Das müsste sie schon sein. Genau dort möchte ich jetzt hin. Um mich mal kurz von ein paar Gegnern komplett, ja, vergewaltigen zu lassen. Es macht Spaß. Ja. Aber ihr werdet es gleich sehen, es lohnt sich, wenn wir da sind. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir können dort ordentlich Geld farmen. Und das Geld brauchen wir, meine Freunde. Alter, die Krakenkönige sind aber auch so stark. Da, wie die alle die Angriffe ohne Probleme tanken. Eieieiei. Sind aber schon harte Brocken, die hier auf dem Meer unterwegs sind. Aber Mittelheilung. Ah. Wie ich halt einfach schon zwei Mittelheilungen brauche, um mich hochzuheilen. So, nur bei Jessica, ja, da reicht natürlich eine. Und da bei Angelo, da müsste sogar eine normale Heilung gerade reichen. Jawohl. So. Hier vorne ist sie schon. Ist eine heilige Insel sogar. Ohne Witz jetzt. Die heilige Insel Neos. Ja, die Insel heißt Neos. Heißt es die Insel Neos oder heißt die Stadt, die dort ist, Neos? Oder heißt es beides Neos? Das ist eigentlich eine gute Frage. Und ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, die Insel heißt Neos. Und die Stadt heißt ebenfalls Neos. Und der Bürgermeister von der Stadt Neos heißt Neos. Und alle Kinder, die dort geboren werden, müssen Neos genannt werden. Habe ich schon mal Neos gesagt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Alter, diese Krakenkönige, Mann. Die halten aber auch was aus, ey. Die tanken jeden Scheiß. So. Vom Bord gehen? Ja, bitte. Okay. Here we go.
Mal schauen, ob ich hier gleich mal so ein paar Gegner sehe. Das ist ja das Schöne gerade, dass die Gegner hier jetzt so auf der Karte zu sehen sind. Ich suche nämlich ein paar spezielle Gegner. Ich suche einen speziellen Gegnertypen gerade. Damit ich nicht um... Da! Genau den habe ich gesucht. Diesen Gegnertyp habe ich gesucht. Ist das jetzt das berüchtigte Monster oder... Nein, okay. Die Goldgolems, die sind ziemlich stark, aber die geben ordentlich Geld. Kann man sich vielleicht denken. So, mach mal Axt der Angst. Jessica macht einen Zwillingsdrachen und du musst unbedingt meine Verteidigung erhöhen. Wow! Heieieiei. Schaut euch an, was die Schaden machen, ey. Das ist ja nicht mehr normal. Ah, die halten zum Glück jetzt nicht so viel aus, ey. Oh, ja. Heftiger Scheiß. Die machen ordentlich Schaden. Huiuiuiui, aber... 108 Erfahrungspunkte und 630 Goldmünzen. Also ja, hier kann man sehr, sehr, sehr viel Geld sammeln. Und das ist schön so. So. Okay. Schnell wieder hochgeheilt, das muss sein. Ah, da ist gleich noch mal einer. Schön. Ja, ich will gegen ein paar Goldgolems kämpfen, denn ein bisschen Geld kann ich gebrauchen. Kratzen. Da machen wir einen... Ich könnte eigentlich auch mal auf Nummer sicher gehen und hier mit allen abwehren und mit Angelo erst einmal eine Mega-Stärkung raushauen. Ja, das ist schon sehr viel angenehmerer Schaden. Das ist schon sehr viel angenehmerer Schaden. Alter. Die machen so unnormal Schaden. Okay, Spike darf jetzt erst einmal Angelo heilen. Jengis, du darfst angreifen. Jessica, du darfst natürlich auch angreifen. Und Angelo macht mal nochmal eine Mega-Stärkung. Die machen halt immer noch so viel Schaden, das ist so ein... Boah. Ja, ich sag's ja, die Insel, die ist nicht ganz ohne, vor allem jetzt zum... Wow! Zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels. So. Und Angelo macht dann nochmal eine Mittelheilung mal auf sich selbst. Wow! Und tschüss, Jessica. Und tschüss, Angelo. Au! Das sieht gerade alles andere als gut für mich aus. Okay, nehme ich so, wie es ist. Das akzeptiere ich, bitte. Danke. Oh boy. Ich muss unbedingt so schnell wie möglich zur Stadt. So. Auschecken. Wo ist die Stadt überhaupt? Die ist da drüben irgendwo. Schauen, dass ich ja keinem Gegner mehr begegne. So. Okay. Berüchtigtes Monster kann ich schon mal vergessen. Der klatscht mich an die Wand, habe ich so das Gefühl. Wow. Einfach nur noch wow. Ah, da ist Neos, ich sehe es. Okay. Okay.
So, jetzt hier runter. Du da drüben, ignorier mich. Danke. Alter. So, du ignorierst mich. Das ist auch sehr schön. Ui. Ich hab's geschafft. Ich bin in Neos. Okay, wo ist die Kirche? Wo ist hier die Kirche? Kirche. Das hier könnte die Kirche... Bist du eine Kirche? Hallo? Ich sage jetzt einfach mal, das ist eine Kirche. Das ist keine Kirche. Es sieht aber aus wie eine Kirche. Das sieht aber aus wie eine Kirche. Ach halt, der war ja hier außerhalb, genau. Warte mal, warte mal, warte mal, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ne, du willst mich nicht beleben. Der war hier, glaube ich, irgendwo außerhalb. Der, ich beleb dich wieder, Fuzzi. Alter, wo ist der? Hallo, ich beleb dich wieder, Fuzzi. Alter, Neos hat doch wohl einen Ich beleb dich wieder, Fuzzi. Das sieht für mich so 1A nach einer Kirche aus. Ich muss mich da jetzt mal umschauen. Das sieht sowas von nach einer Kirche aus. So, wir gehen jetzt mal hier runter. Nee. Nee. Ich will mich doch nur wiederbeleben. Hallo? Hallo? Alter, wenn es hier jetzt keinen Wiederbelebungsfuzzi gibt, will ich nur mal kurz so angemerkt haben, dann habe ich ein riesiges Problem. Dann habe ich ein riesiges. Komm, du tarnst dich doch, du bist ein Wiederbelebungsfuzzi. Oh, hallo Reisender. Ihr seid es, oder? Aber ihr seid doch sicher. Ich meine. Nein, das kann nicht sein. Tut mir leid. Bitte beachtet mich gar nicht. Okay. Okay, okay. Bist du mein Ich-Beleb dich wieder, Fuzzi? Hier gibt's Souvenirs, meine Damen und Herren. Neos Karamell, Neos Steine. Ich hab alles. Ich hab den ganzen Shit. Was ist da drin? Oh boy. Gibt's mir doch einfach nur jemanden, der mich wiederbelebt. Mehr verlange ich doch gar nicht. Ich verlange doch eigentlich gar nicht mal so viel. Und jetzt kommt's. In Neos gibt es niemanden, der mich wiederbelebt. Ist das jetzt wirklich so? Komm schon, es muss in Neos irgendjemanden geben, der mich wiederbelebt. Alter. Ich bin hier, Neos, weil man hier sehr, sehr gutes Zeug kaufen kann. Richtig gutes Zeug. So, du verkaufst mir Shit. Du verkaufst mir Shit. Oh, das sieht, da ist ein Engel oben drüber. Das sieht gut aus. Komm, da ist ein Engel oben drüber. Das ist gut. Komm, 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 komm. Oh, du siehst so gut. Ich habe gehört, ab Francisco, irgendwas willst du mich beleben. Fick dich, fick dich. Nein. Schreckliche Tragödie. Ich sagte, ich fürchte Beginn von etwas Schrecklichem. Ich spüre schütze hilflose Kinder. Oh Gott. Tote Charaktere können keine Magie benutzen, oder? Ah.
Kann ich da schon rüber? Anscheinend. Nee, du bist klein. Ich beleb dich wieder, Fuzzi. Du siehst aus wie einer, aber der belebt mich nicht wieder. Okay. Ich würde mal sagen, es gibt hier in Neos effektiv kein Ich beleb dich wieder, Fuzzi. Was sagen wir dazu? Außer, dass ich jetzt richtig ein Problem habe. Aber so richtig. Hier ist auch keiner. Ich muss jetzt mal nachschauen. On camera. Zum Glück habe ich ja das Lösungsbuch. So. Nein, das ist... Ja, ich muss ganz am Ende ja nachschauen. Ganz am Ende vom Lösungsbuch. Weil normalerweise sollte ich hier ja noch gar nicht sein. So. Neos, da haben wir es doch. La la la. Das Problem ist, Alter, hier ne. Okay. Es gibt hier in Neos nichts. Es ist hier nirgendwo jemand eingezeichnet, der mich wiederbeleben kann. Mal eine andere Frage. Ist der grundsätzlich eingezeichnet, dass er mich wiederbeleben kann? Pickham. Ja, er ist normalerweise eingezeichnet. Wir haben ein Problem, meine Freunde. Wir haben ein großes Problem. Aber das stört uns nicht, dass wir... Das stört uns jetzt nicht im Einkaufen. So, Ritterrüstung. Ja, ich würde mal sagen, her damit. Ja. So, okay. Alter, wie ich halt einfach jetzt schon einen Silberkürbis habe, weißt du, der so gut ist. Leichter Schild. Aha, das ist das, was die schon haben. Stahlschild. Ja. Damit möchte ich einmal Spike ausrüsten. Dankeschön. Und einmal Yengis. Dann die Eisenmaske. Ja, einmal Spike ausrüsten. Ja, das Zeug ist sehr teuer, aber es ist... Alter, ich bin pleite. Aber es ist eben auch sehr gut. Okay, das Merkur-Kopftuch behalte ich mal noch. Der kann weg. Der Bronzeharnisch kann weg. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal hier so. Ich glaube, so ist es einfacher. Steinschutz, wie mache ich das jetzt? Zack. Ja, genau, so war es. Der Rapier kann weg. Der Lederharnisch kann weg. Der kann weg. 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 Kann beide weg sogar. Das kann weg. Weg. Ja, ein paar Monstermünzen, das hilft. Das will ich mal noch behalten. Oh, ich habe einen Eisennagel. Gut, dann würde ich mal sagen, das lassen wir mal. Oh, das zählt jetzt alles wieder auf. Genau, da war ja was. Ja, ist okay. Wow, knapp 8000. Okay, gib her. Sehr schön. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, so, und dann können wir es auch mit Waffen eindecken. Hoff ich.
Kettenpeitsche. Ja, das ist auf jeden Fall... Ah, die ist aber ganz schön schwach eigentlich, wenn man das mal... Nein! Ich will eine Kettenpeitsche, bitte. Und die möchte ich Jessica ausrüsten. Die ist eigentlich echt ziemlich schwach. Die Kettenpeitsche. Stahlsense. Wow, die ist schwächer als die, wo ich jetzt habe. Ah, ich habe eine Axt, genau. Traumklinge. Miau. Das Silberrapier. Ganz gut. Wollen wir dem Helden ein bisschen mehr Power geben oder wollen wir Angelo hier den Silberrapier geben? Ich will ihm mal Angelo geben, weil der halt doch offensiv einfach nichts drauf hat. So, und wenn ich jetzt ein bisschen was verkaufe... Vielleicht geht's ja dann. Alter, die Schleimkrone würde 6000 geben. Hör mir auf, ey. Aber wir lassen uns natürlich nicht dazu verleiten, die Schleimkrone auf gar keinen Fall verkaufen, meine Freunde. Jessica, Schlangenpeitsche weg und das Schuppenschild kann auch weg. So, Angelo, das Templerschwert. Ist okay. Ich brauch's Templerschwert nicht nochmal. Das Templerschwert bekommt man nämlich niemals wieder im ganzen Spiel. Das ist absolut richtig. So, jetzt wie viel kostet? 4,7. Das bedeutet 1,4 muss ich noch verkaufen. 1,4. Eigentlich kann ich ja das Tänzerinnenkostüm verkaufen. Das brauche ich eh nicht. Weg damit. Strumpfband brauche ich eh nicht. Ich glaube, den kann ich später noch gebrauchen. Ja, ich weiß, dass ich sie nicht nochmal krieg. Haarband kann weg. Turban kann weg. Kurze Hose kann weg. Ich verkaufe jetzt mal die ganzen gewöhnlichen Käses. So. Ja. Wunderbar. Dann würde ich doch jetzt mal sagen, können wir uns tatsächlich sogar noch die Traumklinge leisten. So, Traumklinge. Dann können wir noch hier... da, das Stahlbreitschwert verkaufen. Okay, das hat jetzt geholfen. Und zu guter Letzt in dem Part, der ist ja auch schon vorbei. Müsste hier irgendwo sein Garchimärenflügel benutzen. Ich kann mich direkt nach Neos, sehr schön. Wo will ich denn hin? Ja gut, eigentlich muss ich mich ja nur, da ich mache jetzt mal nach Pickham. Ich muss mich nur kurz wiederbeleben, dann kann ich ja wieder zurück nach Neos, dann ist das kein Problem. Alter Verwalter. Das war jetzt anstrengend. Hätte ich auch gleich von Anfang an so machen können. Aber egal. Ich habe eigentlich das, was ich wollte. Ich habe die gute Ausrüstung. Mehr wollte ich eigentlich ja schon gar nicht, weil mehr habe ich mir auch in Neos nicht zugetraut. Außer, dass ich vielleicht ein bisschen eine Chance habe gegen die Gegner, aber dass die mich so zerlegen. Naja. Wieder auferstehen. Habe ich jetzt überhaupt Geld, dass ich die wieder auferstehen lasse? Gerade noch so. Alter, das wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt nicht mal mehr das Geld habe, um sie wieder zu beleben. So. Jessica darf wiederbelebt werden. Schön. Wiederauferstehung und Angelo.
Jessica hat fast einen neuen Level. Oh Gott, das hat es gut getan. Ja gut, dann können wir eigentlich noch speichern. Muss ich auch mal. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Kirche im Westen Trodanes. 1914. Ja. Ich habe mal kurz 4,5 Stunden wieder nicht gespeichert. Ist auch normal bei mir. Alter, wenn ich da jetzt draufgegangen wäre, das wäre richtig böse geworden. Aber okay, wir haben es geschafft. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal... Ich kann mich eigentlich gleich mal... Neos. Zurück nach Neos. Denn beim nächsten Mal wollen wir uns noch in Neos ein bisschen umschauen. Denn wenn ich mich nicht irre, müsste es hier noch eine Mini-Medaille geben. Und die brauche ich noch. Und dann kann es beim nächsten Mal auch schon hier an Ort und Stelle weitergehen. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Dragon Quest 8 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.